Ich möchte heute über einen Aspekt der irdischen Trennung von der Dualseele sprechen, der vielleicht noch nicht so bedacht wird. Einen sehr kraftvollen, heilsamen Aspekt, nämlich den, dass man, wenn man von der Dualseele irdisch separiert ist, die Liebe des anderen leichter annehmen kann. Hauptsächlich deshalb, weil man von der körperlichen Präsenz des anderen nicht abgelenkt wird. Die körperliche Anwesenheit kann einerseits Angst machen, vor allen Dingen, wenn man als Kind durch den Vater traumatisiert worden ist. Sie kann aber auch sexuelle Gefühle in einem auslösen, die wiederum nicht unbedingt ein Echo der Liebe sind, sondern sich verselbstständigen können. Hinzu kommen natürlich die möglichen Trigger durch die Sprache, durch die Dinge, die er sagt, vielleicht auch durch bestimmte Verhaltensweisen, auch durch Dinge, die er nicht sagt, weil man natürlich menschlicherweise, sobald der andere einem gegenübersteht, ob man will oder nicht, eine gewisse Erwartung hat. Dies kann sich auch erstrecken auf die Kommunikation per Telefon, per WhatsApp. Also, der Körper des anderen ist vor allem in den ersten Phasen des Dualseelenprozesses eine Art Ablenkungsmanöver. Er erzeugt in uns einerseits die Sehnsucht, den anderen zu umarmen, zu küssen, wie auch immer, andererseits aber auch steht er für eine potenzielle Bedrohung. Und dieses Wechselspiel aus Wunsch und Befürchtung führt dazu, dass man sein Herz verschließt. Später dann, wenn der Prozess weitergelaufen ist und man zu großen Teilen die Dinge absolviert hat, die nötig sind, da mag es anders ausschauen. Da ist der Körper in unserer Wahrnehmung durchsichtig geworden. Er ist dann lediglich ein Vehikel der Seele, der Liebe. Vor allen Dingen auch deshalb, weil unser Gegenüber dann bereits Ego abgebaut hat. Aber vorher kann so eine irdische Abwesenheit des anderen, auch für längere Zeit, sehr hilfreich sein. Denn dann bleibt nur noch die seelische Ebene und auf genau dieser Ebene geschieht die Liebe. Dort geschieht die wahre Liebe. Liebe braucht den Körper nicht. Liebe braucht keine Worte. Selbstverständlich kann sie sich durch den Körper und die Worte ausdrücken, aber sie ist darauf nicht angewiesen. Und um diese Erfahrung zu machen, ja, ist die Trennung geradezu ein Wundermittel. Eine vorübergehende Trennung, keine dauerhafte, denn am Ende sollen beide zusammenkommen. Auf der Straße der seelischen Verbindung, wenn Sie diese erkennen und pflegen, werden Sie energetisch zueinander eilen und dann werden Ihre Körper geläutert sein, durchlichtet sein. Dann gibt es nicht mehr diesen Widerspruch zwischen Körper und Seele, dann klafft da nicht mehr dieser Abgrund. Auch wenn man diese Dinge weiß, ist es unerlässlich, den menschlichen Schmerz,
der durch eine Trennung evoziert wird, auszudrücken, ihn nicht wegzudrücken nach dem Motto, ich weiß ja, es gibt in Wahrheit keine Trennung, weil die Seele ist ja immer eins, wir sind immer miteinander verbunden, deshalb als weise spirituelle Frau darf ich keine Trauer haben. Ich leiste sie mir nicht, denn ich möchte ja fortgeschritten sein. Dies wird so aber nicht funktionieren und es wäre auch sehr hinderlich. Denn diese menschliche Traurigkeit, der andere ist nicht da oder nicht mehr da oder noch nicht da, gilt es zu fühlen. Und ich denke, dass selbst ein erleuchteter Mensch, zumindest für kurze Zeit und sei es für ein paar Sekunden, diese Trauer spürt. Ja, und um dieser Trauer, die dann auftaucht, einen Raum, einen Rahmen zu geben, kann man sich auch ein Ritual ausdenken, um sie in die Welt zu lassen. Man kann in den Wald gehen und sie dort herausschreien. Oder man kann ein Bild malen. Man kann aufschreiben, was man empfindet. Es gibt viele Möglichkeiten. Nur nicht unterdrücken. Letztlich ist diese Trauer ein Rückbleibsel aus unserem inneren Kind. Und noch weiter zurückgehend aus dem Teil von uns, der vor gefühlt ewigen Zeiten von Gott in die Welt katapultiert wurde. Ich empfehle euch also beides. Diese Emotion da sein zu lassen und gleichzeitig die seelische Verbindung zum anderen zu pflegen. Dies wird wahrscheinlich erstmal nicht möglich sein, solange der Schmerz sein Recht verlangt, gesehen, angenommen und ausgedrückt zu werden, ist es sicherlich schwierig, die seelische Verbindung gleichzeitig zu fühlen. Das eine schließt das andere beinahe aus. Wenn aber der erste Schmerz abgeebbt, abgeflossen ist, dann können wir uns fokussieren auf das, was dahinter ist. Wir können das in Form eines telepathischen Gespräches mit der Dualseele machen oder auch lediglich eines telepathischen Fühlens. Wir dürfen dazu auch eine Fotografie von ihm zur Unterstützung herannehmen. Irgendwann brauchen wir beide Krücken, so nenne ich es mal nicht mehr, weder das Foto noch die Telepathie, sondern dann spürt man einfach, der andere ist da. Der andere ist da und dieses Bewusstsein erschafft eine ungeheure Weite. Man erkennt, dass der andere quasi in allem ist. In jeder Wolke, in jedem Baum, in jedem Vogel, in einem Selbst. Ja. Und die Liebe, die wir dann fühlen, anzunehmen, ist ein Kinderspiel. Ja, es geht sogar noch weiter. Wir erfassen, dass wir selber diese Liebe sind. Wir sind sie. Das heißt, wir können die Liebe gar nicht verlieren. Theoretisch nicht mal, wenn wir sterben, in Anführungsstrichen, unsere körperliche Hülle ablegen. Die Liebe, die wir sind, wird ewig bleiben. Und genauso die Liebe zu unserem Dual.
Und wenn wir dort angekommen sind, wird höchstwahrscheinlich die Phase der irdischen Trennung von ihm oder von ihr nicht mehr lange dauern müssen, denn dann haben wir es erkannt. Wenn meine Videos, dieses oder auch die anderen, hilfreich für euch sind, freue ich mich wirklich sehr, sehr über eine kleine Spende, da dieser Kanal nicht monetarisiert ist. Um seine Reinheit zu erhalten, sind Spenden für mich wirklich eine große Hilfe. Und ich grüße euch aus Spanien.